Hallo und herzlich willkommen zu Graustausch Nummer 276. 276. Und wir machen heute mal ausnahmsweise einen Graustausch in der Live-Variante. Wir haben hier den Chat noch nebenbei offen. Genau. Denn wir haben gerade den Xbox und Bethesda Showcase 2022 gesehen. Genau, am 12.06. Um 19 Uhr, nicht wie 22 Uhr, was wir erst dachten. Das haben wir irgendwie falsch gesehen. Ja, und was soll ich sagen? Der war wirklich ziemlich fett. Ja. Also, holy shit, Xbox, Bethesda und Blizzard, muss man sagen, haben wirklich krass abgeliefert. Haben uns sehr, sehr viele Spiele gezeigt. Und zwar hintereinander weg, ohne viel groß Gelaber, irgendwie sowas. Was halt beim Summer Games Fest so ein bisschen das Ding war, dass da halt doch teilweise sehr, sehr lange und ausführlich irgendwelche Spiele gelabert wurde, wo man dachte so, zack doch mal mehr, zack doch mal mehr. Und und hier haben sie halt wirklich einfach mal hintereinander weg abgeliefert und nur ganz am Schluss mal kurz ein bisschen länger mal wirklich geredet. Ja. Was auch nötig war, sagen wir mal so. Genau. Und darüber wollen wir ein bisschen quatschen, was jetzt unsere Eindrücke waren und was wir uns freuen und was da eigentlich so alles zu sehen war. Ja. Ja, es war pickepacke voll, wie Florentin Will so schön sagen würde. Ja, Und es ging direkt los. Ganz witzig, hätte man mich gefragt, was glaubst du, womit sie starten, hätte ich, glaube ich, dieses Game genannt, tatsächlich. Ja. Und zwar ging es los, direkt ohne Anmoderation, ohne alles, direkt bam, Xbox Console Exclusive, wo wir uns im Verlauf erstmal ausfassen mussten, welche Beschreibung was heißt. Ja, genau. Also Xbox Console Exclusive heißt, es kommt nicht für PlayStation. Ja. Wenn das nicht dabei war, dann kann es sein, dass es auch für PlayStation kommt. So, aber Redfall war das erste Game, das 2023 kommt. Und ich würde mal sagen, ziemlich genau das gezeigt hat, was wir erwartet haben. Wir erwartet haben. Es ist von den Arcane Studios, also den Machern auch von Prey und Dishonored. Dishonored, danke. Und Dishonored. Und man hat das ist das standardmäßige Gunplay gesehen und Gameplay. Also sprich, man schleicht da halt herum, man setzt seine magischen Fähigkeiten ein, um halt Vampire und andere Monster irgendwie fertig zu machen. Man hat seine Schrotflinte, man hat seine Maschinengewehr und man hat gesehen erstmal, dass sie alleine unterwegs sind, so ein Herrenhaus, gegen Vampir kämpft und dann aber in letzter Sekunde... Warum die Kopfhörer auf? Ja, das ist eine gute Frage. Ja, gerade ganz frisch noch davon, das ist wirklich erst wenige Minuten her. Und dann in letzter Sekunde dann von einem Kollegen gerettet wird und dann gezeigt wird, ey, aber es ist auch 4-Player-Koop möglich und dann wurde halt die Rollen so ein bisschen vorgestellt. Also wir haben einmal ich habe die Namen jetzt gerade vergessen, aber diejenige, die Telekinese irgendwie kann, mit denen sie halt andere Leute in die Luft befördern kann, damit sie bessere Positionen hat oder auch so ein Schutzschild aktivieren kann. Haben wir einen Ingenieur, der halt so einen kleinen Roboter bei sich hat, der die ganze Zeit rumballert und der generell auch so Granaten werfen kann und Sachen craften kann. Dann haben wir den Geisterexperten oder Monsterexperten, der halt so Schockpfeilen irgendwie machen kann und Vampire versteinern kann. Und dann haben wir noch den unsichtbar machenden Super-Sniper, der halt aus seiner großen Entfernung und immer versucht, irgendwo hoch zu sein, um halt die Gegner platt zu machen. Und man kämpft halt in diesem kleinen, auf so einer Art Insel. Und von der Story scheint es so zu sein, dass die Vampire aufgetaucht sind, die Sonne verdunkelt haben und das Wasser haben verdrängt, sodass diese Insel komplett abgeschieden ist, Redfall. Und und haben die gesamte Insel erobert und jetzt gibt es halt nur noch entweder die Untoten-Gedöns, böse Kultisten oder halt die vier Leute, die halt versuchen da irgendwie ihre Heimat wieder zurückzuholen so ein bisschen. Ja. Drei Fraktionen, die Vampire, diejenigen Vampire sein wollen und die tot sind. Genau, so haben sie es gesagt, genau. Also ich fand den Trailer ganz nett, war halt so, wie man es machen sollte. Erstmal ein bisschen Story etabliert, dann ins Gameplay übergegangen. Und meine Haltung zu Redfall ist halt, Arcane kann Gameplay, das sah auch alles sehr spaßig aus. Ist halt ein spaßiger Vier-Spieler-Koop-Shooter und das wird gut sein, da habe ich keine Zweifel dran. Aber ich merke halt immer wieder, wie ich mir von Arcane wünsche, dass sie halt sowas wie Dishonored oder Prey oder so machen. Ja. Auch wenn ich mir, wie gesagt, gut vorstellen kann, dass das sehr, sehr bocken wird, das Spiel. Ja, ja, und es ist halt auch generell alles, was sie auf Xbox da gezeigt haben, ist alles Day One im Game Pass auf jeden Fall drin. Also kann ich mir vorstellen, vielleicht, wenn wir Zeit finden, dass wir zumindest mal eine Runde reinspielen bei Redfall, dann im Koop-Modus irgendwie. Vielleicht auch mit dem Nip oder vielleicht auch noch dem Felix dazu oder irgendwie sowas. Mal gucken. Auch Nikra. Mal schauen, wer Lust hat.
damit ein bisschen reinzuspielen. Ja, und es kommt 2023. Genau, da wurde gesagt, es wird eines der ersten Frühjahrstitel, hat er noch gesagt, ja. der Phil's. Nein, Phil Spencer nee, war nicht. Na, ja, irgendwann später hat irgendwer dazu was gesagt. Einer von denen hat es gesagt, ich hab's vergessen. Ja. Ja, und dann gab es das erste Mal Jubel hier auf der Couch. Und interessanterweise gab es von mir sogar Jubel, obwohl ich den Vorgänger nicht gespielt habe. Ja. Weil ich einfach weiß, wie heiß dieser Nachfolger erwartet wird. Ja. Und zwar Silksong. Silksong, der zweite Teil von Hollow Knight, von den Selbermachern und so weiter. Silksong war eigentlich mal geplant, ganz am Anfang, als eine Art DLC eigentlich, so ein kleiner Erweiterungsstory, und dann wurde es aber immer größer und größer, und mittlerweile ist es halt ein komplett eigenes Spiel einfach geworden. Und das Ding mit Silksong ist, dass er eigentlich schon seit vielen Jahren das angekündigt ist, und das Problem ist aber, dass halt immer wieder mal so ein bisschen Gameplay-Material oder wie auch immer gezeigt wird, und auf einmal ist es dann halt extrem lange wieder still. Und ja, du denkst so, okay, was ist da los, was ist da los? Geht die Entwicklung nicht gut voran? Wurde es über den Haufen geschmissen? Kommt es doch gar nicht mehr? Was ist denn jetzt los? Weil das letzte, wo wir halt ein Lebenszimmer davon haben, ist jetzt wirklich auch schon wieder über ein halbes Jahr her gewesen. Vielleicht sogar länger, Dreivierteljahr oder irgendwas. Wo man wirklich ein Lebenszeichen davon war und man auch nicht wirklich erfahren hat, was ist denn jetzt da eigentlich los? Wann kommt es denn jetzt eigentlich raus? Ihr seid doch schon seit Ewigkeiten da am Entwickeln. Und ja, jetzt kam endlich wieder ein neues Lebenszeichen. Wir haben neues Gameplay gesehen. Wir haben viele neue Fähigkeiten gesehen. Interessante Figuren. Derselbe sehr, sehr schöne, coole Stil wie auch vom Hollow Knight bei Silksong jetzt. Und immer noch kein richtiges Restart. Nee, es war einfach nur mal ein, ja, ein recht ausführlicher Gameplay-Trailer. Aber ja, nicht mal ein Zeitraum. Also ja, nicht mal 2023 stand da. Aber sie haben während der PK gesagt, dass alles, was sie hier zeigen, innerhalb der nächsten 12 Monate kommen soll. Aber interessanterweise haben sie das erst nach den ersten 3 Titeln gemacht. Auch wieder wahr. Verdammt. So, ja. Also schauen wir mal. Also wir hoffen mal, dass sie es denn doch mal schaffen. Also wird definitiv dieses Jahr nicht sein. Ja. Das können wir schon mal sagen. Es wird definitiv dieses Jahr nicht mehr sein. Aber vielleicht, dass es denn doch mal nächstes Jahr kommt. Ja. Ich hoffe mal. Also, weil das Ding ist, ich habe Hollow Knight nicht direkt gespielt, wo es rausgekommen ist, sondern ich habe es erst in einige Jahre danach gespielt und war aber mega begeistert davon, habe es komplett durchgesuchtet und jetzt will ich einfach nur weiterspielen. Ja. Weil es auch wieder eine sehr, sehr schöne Story hat, sehr schönes Gameplay und alles. Ich habe es im Game Pass. Ja, ne? ja, und dann kam ein Spiel, was finde ich ziemlich lustig aussah. Mhm. Wurde auch gleich dazu geschrieben, in Kooperation mit den Machern von Rick and Morty. Ja. Und zwar der Titel High on Life. High on Life, genau. Man hat auch die Stimme von Morty gehört die ganze Zeit. Und ja, man hat halt gesehen, dass man mit Alien-Waffen halt die ganze Zeit ballert, die aber halt lebendig sind und die anscheinend alle die ganze Zeit auch mit dir reden, während du halt dich durch die Gegend ballerst. Alles halt so quietschbunt und ich weiß nicht, wie so knubbelig irgendwie oder squishy-mäßig. Ja. Und die meiste Zeit dachte man so, ach, das ist ja süß. Ja. So. Und dann kamen aber schon so die ersten Sprüche. Zum Beispiel hast du da so, keine Ahnung, so eine komische Glibber-Tentakel-Waffe. Ja. Und die sagt dann halt so, du drückst mich aber ganz schön doll. Willst du mich nicht erst auf ein Date einladen und so? Ja, also der typische Rick and Morty-Humor, muss man mal sagen. Also wirklich dabei. Man, also das sprüht da einfach. Das ist halt Rick and Morty. Man ist irgendwie ein Astronaut und dann ist halt so First Person, ballerst du dich da durch die Gegend irgendwie und erlebst dann eine Story. Ja. Ja, und es gab auch noch ein Messer, was sehr mordlustig war. Ja. Und ja, wo dann auch unter anderem ein Auge reingestochen wurde und das rausgezogen und so weiter. Ja, du musst irgendwie deine Family retten. So, aber es ist nicht Mortys, also man spielt anscheinend nicht selber Morty und ist nicht Mortys Family, sondern es war halt irgendwelche anderen Leute irgendwie. Ja. Aber wer weiß, was es dann noch denn sein wird. Genau, und das soll schon im Oktober 2022 kommen. Ja. Habe ich bisher noch nichts davon gehört? Nee. Hört sich mal lustig an und mal gucken. Dann kommt ja auch wieder ein Game Pass. Also, kann man sich das anschauen. Ja, genau. Und dann kam Sarah Bond auf die Bühne, die eben verkündet hat, dass alle Games, die wir heute sehen werden, in den nächsten 12 Monaten erscheinen sollen. Ich glaube ihnen das noch nicht so hundertprozentig, also diese Aussage. Also, ich sage so, ich kann mir vorstellen, dass sie es planen, aber wie alles wird es auch da Verschiebungen geben. Da kommen wir später zu so Kandidaten so im Blick, wo ich mir vorstellen könnte, dass das nicht aufgehen wird. So klappen wird, ja, aber auf jeden Fall wurde angekündigt, uns wird ja mal vorgeworfen, wir hätten nicht genug Games. In den nächsten 12 Monaten kommt viel. Ja. Und vor allem Anfang nächsten Jahres wird es sehr voll werden. Oh ja. Ja.
Und ja, dann haben sie aber erstmal angekündigt, dass sie den Game Pass beständig erweitern wollen. Genau. Und dass es jetzt sozusagen auch Game Pass Mobile gibt. Also genau. Dass in deinem Game Pass Vollumpaket jetzt auch Mobile mit drin ist. Und dass sie eine Kooperation mit Riot Games starten. Was krass ist. Also ja. Man braucht anscheinend keinen eigenen Riot Launcher mehr, sondern halt League of Legends, Wild Rift, Runeterra, Valorant ja. und Teamfight Tactics. Sind alle auch jetzt in Game Pass drin. Ja. Und teilweise, also bei Valorant sind alle Agents freigeschaltet und bei League auch alle Champions. Genau, alle Champions sollen freigeschaltet sein. Ja, also es ist wirklich so dieses, ey, wenn ihr jetzt anfangen wollt mit dem Game, habt ihr die volle Auswahl und braucht nur Skins kaufen, wenn ihr irgendwas richtig, haben wollt. Genau. So, und erneut, Riot zeigt halt irgendwie, dass man auch mit dieser Variante, die Spieler nicht unbedingt ausbeutet, jede Menge Kohle machen kann. Ja, das funktioniert extrem gut. Ja. Also, einfach nur, weil es ein gutes Game ist, theoretisch Spaß macht. und da sagen die Spieler nicht freiwillig, ich gebe dafür gerne mal ein bisschen was aus, weil ich spiele es ja eh kostenlos die ganze Zeit. Ja. Ich finde aber schön, dass unsere erste Reaktion erstmal war, der Trailer ging los von Riot und dann war halt da das Musikvideo von Get Jinxed, aber es lief halt irgendwie so eine Dubstep. Nein, es lief der KDA-Song. Das ist die KDA so. Ist ja die Band, die halt für Riot eigentlich die ganzen Songs macht. Und es war halt der erste, ich glaube mit der erste Song, den sie auch damals bei der Weltmeisterschaft vor letztem Jahr oder irgendwie sowas gespielt haben. Und dazu lief halt das Jinx-Video. Da haben wir beide gesagt, so, falsche Musik, falscher Song. Ich wollte da bla 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 bla. Ja, so eine große Ankündigung. Bla 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 bla. Das ist vielleicht nicht schlau. Aber alle sind total heiß gerade auf Jinx und so weiter. Ja, okay, tausche es einfach um. Ja. Ja, schön. Ja, und dann habe ich das erste Mal laut gejubelt, denn dann kam Plague Tale Requiem, der zweite Teil der Plague Tale-Reihe, wo, ja, der erste Teil, kann man nur immer wieder betonen, unsere beste Story, besten Haupt- und besten Nebencharakter des Jahres abgeräumt hat. Ja. Und ja, das hat leider ein bisschen der Streamqualität gelitten, also man hat gesehen, das Spiel ist hübsch, aber es war die ganze Zeit dieser Krisselfilter drauf. Und du siehst halt, dass sie viel in der Entfernung und Unschärfen arbeiten, sodass das halt alles umgeht. Ja, genau. Und treibt das Ganze in eine Richtung, die ich sehr interessant finde, weil zum einen gesagt wurde, im ersten Teil hat ja dein kleiner Bruder, Hugo, hat ja so vergiftetes, infiziertes Plague-Blut in sich sozusagen. Und er kann nur die Ratten kontrollieren. Und kann die Ratten kontrollieren und ist der Schlüssel auch dafür und die Inquisitoren wollten ihn. Und jetzt wird gleich am Anfang des Trailers gesagt, nicht nur ich habe das im Blut, sondern jeder. So, das wurde halt gleich am Anfang gesagt, also dass es wahrscheinlich ist, jetzt auch noch andere gibt, die irgendwie die übernatürliche Fähigkeiten haben. Und dann damit ja auch Amicia. Und ich glaube, das wird reinspielen in die Story, weil nämlich gleich am Anfang auch gesagt wird, Amicia keine Morde mehr, wir bringen niemanden mehr um. Ja. Und das war ja im ersten Teil auch so eine Thematik und war sehr viel besser umgesetzt als der Tomb Raider. So, da hatte ich das Gefühl, oh, meine Protagonistin leidet wirklich darunter, dass sie Leute umbringt. Ja. Ja, und dann siehst du dann aber, wie Amicia einen nach dem anderen umkillt und umkillt. Und dabei halt auch ruft, ich hab's satt, Angst zu haben, wir kämpfen jetzt zurück und so weiter. Ja. Und ja, ich glaube, da wird's dann sehr um diese moralische Frage gehen. Und ja, es soll 2022 kommen. Mal sehen, ob das stimmt, weil wenn im Juni nur 2022 gesagt wird, ohne es einzugrenzen. Ist immer schwierig. Aber wenn, dann sehe ich nicht viele, die da die beste Story des Jahres wegschnappen, ehrlich gesagt. Mal schauen. Dieses Jahr mit Story haben wir wirklich großartig irgendwelche Story-Games. Na, God of War, wenn es wirklich im November kommen sollte. Also, ich glaube, dann wird es God of War gegen Plague Tale sein, wahrscheinlich. Und beides müsste man dann noch schaffen, rechtzeitig. Könnte schwierig werden, wenn es bald im Dezember rauskommt, Der wahre Song, Everybody Wants to Be My Enemy. Hallo Zukunftsfelix, der das demnächst anschauen wird. Ja. Hallo YouTube, Mama, ich bin im Internet. Ja, schön, dass du da. Ich glaube auch da, Raihan, wenn man so, hey, hier ist eine Kooperation mit Riot und das dann einzuleiten mit Oh, the Misery. Ist auch vielleicht nicht die beste Musik. Auch nicht Mann. Die beste Musik. Und dann fährst du vielleicht so, okay, wir haben super viele coole Songs. Irgendwie. Irgendwie war Arcane ganz schön düster, oder? Alle unsere Songs sind relativ düster, ne? Und Anarchie und
Wir sollten anderes Songs. Xenoblade ist natürlich auch noch ein Anwärter. Der dritte auf die beste Story. Das stimmt. Das haben wir auch nicht vergessen. Ja, ich glaube, kein Anwärter auf die beste Story des Jahres wird Forza Motorsport sein. Oh doch. Stell dir die krasse Story vor, wie das Gras dynamisch gewachsen ist während der Fahrt. Das hat mich tief bewegt. Ja, das haben so ein bisschen lustig gemacht, weil wenn wir es richtig verstanden haben, ist jetzt halt von Forza Motorsport, also jetzt ja, wieder so heißt wie der erste Teil, aber nicht der erste Teil ist, nee, aber halt die alten Strecken teilweise wieder zurückbringen und so weiter. Ja. Verzeihung. Ja, und dann haben sie so, dann war erstmal, okay, das ist es so. So, und jetzt zeigen wir euch hier eine unserer Fan-Favorite-Strecken seit dem ersten Teil. Ja. Und ich sag mal so, vieles von dem, was sie angekündigt haben, hätte für mich Sinn gemacht, wenn das Horizon wäre, mit Open World und so weiter. Dann hätte vieles davon für mich Sinn gemacht. Aber es ist halt ein Forza Motorsport mit. Du hast feste Strecken, da fährst du Rennen und fertig. Genau. Und ja, dann haben sie halt sich so fokussiert auf, wow, und erstmals haben wir dynamisches Wetter, was während der dynamische Tag-Nacht-Wechsel, was während der Strecke ändert. Okay, ja, cool. Und wir haben so viel in die Umgebung und in die Tierwelt drumherum und das Gras investiert, so alles drumherum sieht schöner aus. Und ja, wir haben einen enormen Fokus darauf gelegt, wie krass realistisch jetzt die Umgebung ist. Und da war halt ein Gag, was wir verstanden haben, soll es darum gehen, dass man anscheinend wahrscheinlich so 24 Stunden reinfährt oder vielleicht an verschiedenen Tagen oder innerhalb der Woche oder bis die Strecke fährt, dass man sieht, wie das Gras wächst und dadurch die Strecke anders aussieht oder so ähnlich. Und da dachte ich so, okay, schönes Feature, aber warum für Rennsport? Ja. Also, und wie gesagt, wär's Horizon, du erkundest Mexiko mit einem Auto oder so, okay, dann erschließen wir das. Aber für feste Strecken, das fanden wir schon sehr, sehr lustig. Und vor allem dachte ich so, okay, ihr investiert gerade euer gesamtes Panel nur darauf zu zeigen, so, schaut mal, wie toll die Umgebungen sind und das Wasser und der Himmel und die Pflanzen. Ja. Was für ein Spiel hattet ihr nochmal? Ja, ein Autospiel haben wir bis jetzt nicht so viel gesehen. Haben ja dann auch noch mit neuem Schadensmodell, die Farbe blättert jetzt ab und es gibt scharfe Kanten, wenn man irgendwo gegengestoßen ist. Genau. Und Kratzer auf dem Lack und so weiter. Man kann jetzt Boxenstops machen. Nein, Box gab es schon vorher, aber jetzt halt noch detaillierter, noch genauer. Du kannst jetzt noch krass die Reifenmischungen einstellen und die Einstellungen bei dem Auto, was die Bremsen angeht und den Motor richtig einstellen. Und der Motor ist extrem detailliert dargestellt und super krasse Grafik. Weil es sah ja auch nicht schlecht aus. Also es sah ja wirklich ziemlich, ziemlich gut aus. Vor allem, als dann halt noch hier die Spiegelungen dazu, noch Raytracing noch dazu kam, wo man halt gesehen hat, wenn zwei auseinander fahren, dass halt wirklich die sich gegenseitig sich spiegeln in ihrem Lack, wenn sie keinen Unfall vorhatten wahrscheinlich. Ja. Also sprich, bei uns würde man niemals sich in unserem Auto spiegeln. Wir würden die ganze Zeit nur mit so einem zerschrampten Ding wahrscheinlich rumfahren. Ja. Und ich musste halt so lachen, weil es halt so Details sind, die so 1% der Spieler vielleicht überhaupt bemerken. Ja. So, oder es halt bemerken, weil sie es wissen, weil sie so eine Präsentation gesehen haben. Ja. Und ich musste halt so lachen, weil ich wirklich just heute ein Video darüber gesehen habe, wie Assassin's Creed, ich weiß, ganz anderes Genre, aber wie die halt immer mehr Details rausschmeißen, weil sie sich denken, ach, achtet eh keiner drauf. Und dann wirklich, dass bei Origins noch super krasse Details drin waren, die in Valhalla alle weg sind, weil es ihnen einfach egal ist. Und da musste ich ein bisschen lachen, dass die halt so, wir machen immer mehr Details rein, die kein Schwein braucht. Das fanden wir so unterhaltsam. Aber wie gesagt, ihr kennt uns, wir sind nicht die Rennsportspiel-Fans. Damit haben wir nichts wirklich am Hut. Deswegen kann ich mir vorstellen, alle freuen sich extrem darüber, aber bei uns war es so, okay. Ja, Xenoblade schnappt sich den Storypreis, aber nur knapp vor WWE 2K22. Genau. Wahrscheinlich. Ja, und es kommt im Frühjahr 2023. Genau. Ja, und dann ging es direkt weiter mit motorbetriebenen Dingen, nämlich dem 40. Geburtstag vom Flight Simulator, Microsofts ältester Franchise. Ja, und da kommt eben im November dann die 40th Anniversary Edition, wo du halt ja auch die ganzen Oldschool-Flieger und so weiter fliegen kannst. Du kannst so haarscharf an Giraffen vorbeifliegen mit einem Helikopter, dass die Gefahr besteht, dass du sie schredderst. Wir haben uns halt wieder so ein bisschen davor mit Forza Horizon so noch krassere Vegetation und so weiter. Bei Flight Simulator und jetzt sogar bei Blutungsmodellen.
Ja. Realistisch wie der Grafenkopf abfliegen, wenn du zu einer wilden Rotorblatt dran warst. Oh ja. Mann. Und man kann jetzt auch den Pelikan aus Halo fliegen. Genau. Es ist lustig, weil du ihn in Halo Infinite nicht fliegen kannst. Aber es ist LOL. Und dann auch ganz fett zu zeigen, so Kooperation mit Halo Infinite. Naja. Und man hat auch gesehen, man kann auch mit dem halt nicht nur normal rumfliegen, sondern sogar bis in den Weltraum fliegen. Dann kann man so über der Erde rumflattern. Und dieses Add-on gibt es heute. Genau, das können wir also sofort heute machen. Ja. Und dann kam doch etwas für mich recht Überraschendes, weil du ja auch schon sagtest, Blizzard hat angekündigt, dass sie da in der Woche was zu sagen. Also es gab Gerüchte darüber, dass halt Blizzard eigentlich jetzt am Donnerstag irgendwie ganz große News hat, was Overwatch 2 angeht. Ja, sie kam jetzt schon. Die kam jetzt? Nämlich Overwatch 2 hat erstmal einen Trailer bekommen. Ja. Wo man direkt am Anfang schon gesehen hat, neue Heldin. Ja, voll cool. Auf einmal, zack, da ist er endlich, die Junkertown Queen. Das Lustige an der Story mit ihr ist, sie ist schon angeteasert, glaube ich, seit 2 Jahren. Da gab es halt, als sie neue Strecke kam, gab es halt überall so eine Poster und auch so ein Mac und so weiter. Dann wurde immer so, oh, die Junkertown Queen und so weiter. Und dachte so, okay, das wird wahrscheinlich bald eine neue Heldin sein. Nun, das kam halt nie. Ja. Und jetzt ist sie da. Und zwar aber noch in jung, bevor sie die Queen eigentlich wird. Ja. Von der Story her. The Wastelander. The Wastelander ist sie da noch. Ja, und im Oktober, am 4.10. geht die Early Access los von Overwatch 2. Genau, und zwar auch noch sehr krass, neben den neuen Helden haben sie halt auch noch angekündigt, ganz groß, dass jetzt anscheinend Overwatch Free-to-Play wird. Ja. Dass sie das gesamte Modell umstellen, wo ich gespannt bin, wie das denn bei mir ist, weil ich habe sie damals gekauft und spiele seit Jahren. Wie wird das denn sein? Ja. Was gibt's denn da für andere Boni und keine Ahnung was? Weh, ich krieg nur 2 Lootboxen oder so ein Scheiß. Also ich sage so, es ist der richtige Schritt für Overwatch, muss ich auch wirklich sagen, weil das Problem ist, Blizzard hat sich halt Overwatch selber komplett kaputt geschossen, mehr oder weniger. Weil dadurch, dass sie halt seit Jahren, also ich meine, Overwatch 2 ist jetzt, glaube ich, vor 3 Jahren oder so angekündigt worden, zum allerersten Mal. Und in diesen 3 Jahren gab es halt noch im ersten Jahr, wo Overwatch 2 angekündigt wurde, noch Inhalte. Also gab es noch Echo als neue Heldin zum Beispiel. Und es gab hier den Karten-Editor, dass du dann deinen eigenen Spielmodi machen kannst und so. Also da gab es auch wirklich gute Inhalte. Aber seitdem gab es halt keine neuen Inhalte. Immer nur wieder dieselben Events, immer nur wieder ein paar neue Skins. Manche haben sich immer mehr Mühe gegeben für irgendwelche neuen Skins. Also gerade allein beim letzten Event war halt wirklich so, hey, guck mal, die neuesten Skins sind jetzt die exakt selben Skins, die wir schon mal die letzten Jahre rausgebracht haben, aber die sind jetzt zum Beispiel, dass ein Skin ist jetzt statt Rot jetzt Blau. Hm. Oder anstatt ein Wolfsfell hat er jetzt ein Giraffenfell. Oder was weiß ich, so ein Scheiß. Wo ich dachte, wow, das ist jetzt euer, wow, 6-jähriges Jubiläum oder 5-jähriges Jubiläum von Overwatch. Nice. Und dadurch ist halt wirklich die Fanbase so extrem runtergegangen. Wir haben Spielerzahlen ohne Ende verloren, weil halt einfach, es kam halt nichts Neues nach. Ja, naja, weil sie sich halt spürbar verkalkuliert haben. Extrem. Also mit dem Release-Date. Extrem verkalkuliert haben. Ja, ich glaube auch, und auch eben, um dem entgegenzuwirken, dass halt viele gesagt haben, okay, warum soll ich für Overwatch 2 einen Vollpreis zahlen? Richtig. 40€ oder so, weil ihr zeigt mir gerade nichts, wo ich das Gefühl habe, wow, das ist wirklich neu. Plus, weil sie ja immer auch gesagt haben, dass die Inhalte von Overwatch 2, außer der Story-Modus, der ja mittlerweile, wer weiß, was mit dem passiert ist, alles auch für Overwatch 1 dazukommt. Dass da immer nur Upgrade, Update ist und so weiter, sodass du halt auch mit Overwatch 1 weiterhin ganz normal mit Leuten mit Overwatch 2 zocken kannst, nur halt der Story-Modus nicht existiert. Und da war immer die Frage, okay, was ist denn das eigentlich? Und vor allem dann halt auch, wenn es von 6 auf 5 Player umsteigen und also es ist eine riesige Story und es ist abartig, was da alles passiert. Und deswegen, um halt wieder frisch auf den Markt zu kommen, dass halt doch die Spieler wieder zurückkommen, zu sagen so, ey, guck mal jetzt hier mit ganz neuen Inhalten, mit neuen Champions, neuen Maps, neuen Spielmodi, Overwatch jetzt hier sofort einfach Free-to-Play. Ja, und ich glaube, die werden dann ein gutes Monetarisierungsmodell finden. Was hältst du von so 5-minütigen Dungeons, wo du mit deinen Helden rein kannst, aber du musst, damit du gutes Loot bekommst, so Quests reinmachen? Die du für Echtgeld zahlen kannst. Und dann hast du, um so einen 5-Sterne-Kristall zu bekommen, so eine 1%-Drop-Chance. Dann kann man den aber noch 10-mal upgraden und dafür hast du eine 0,04%-Chance. Und dann muss man 10.000€ ausgeben, um einen Helden hochzupushen. Hört sich gut an. Ich glaube, das wird sich durchsetzen.
Oh, Diablo Immortal. Nein, natürlich wird es nicht so sein, weil es auch als Multiplayer ist und alles. Ja. Aber ja, ich fand es war, fand ich sehr, sehr überraschend, dass sie das jetzt alles so ankündigen. Und vor allem das Ding war wirklich jetzt auch mit Overwatch 2, war jetzt halt so Beta, haben es zum ersten Mal gestartet, jetzt vor 2 Monaten schon wieder. Und das hat die E-Sport League von Overwatch, die Overwatch League, dass sie halt auch jetzt im in Overwatch 2-Modus schon ist mit 5 gegen 5 und so ein Kram. Und auch schon den neuen Champions, der dazugekommen ist. Und dass halt sich die ganze Zeit gefragt wird, okay, wann wird denn Overwatch 2 für uns da sein? Also wann, also wir zocken jetzt Overwatch 1, das war auch noch so bescheuert. Wir haben hier eine Beta und jetzt ist die Beta vorbei. Und es spielt halt erstmal noch die nächsten Monate Overwatch 1 mit 6 gegen 6 und nicht die neuen Champions und nicht die neuen Erweiterungen und die veränderten Champions und ja. Also noch weniger Grund, Overwatch zu zocken so zur Zeit. Ja, aber ich denke, es wird der richtige Schritt sein. Ich bin mal gespannt, was das so alles denn zu erfahren wird bis dahin. Und vor allem bin ich gespannt, was heißt denn Early Access jetzt bei Free-to-Play Overwatch? Also heißt das jetzt einfach nur, es kommt eine neue Champion hinzu oder was ist mit dem Story-Modus? Da bin ich eigentlich immer noch gespannt, weil ich finde ja die Lore von Overwatch sehr, sehr cool und würde mich ja da gerne noch, dass da mehr kommt. Weiß man das nicht, aber auf jeden Fall sehr interessant, dass halt das alles beim Xbox jetzt gezeigt wird. Vor allem, was es ja auch noch zeigt, ist, dass ja dieser ganze Deal, es wird überhaupt gemunkelt so, oh, der Deal könnte immer noch schief gehen zwischen dem und denkt so, nee, weil wenn das doch so drohen könnte mit schief gehen, würde jetzt nicht Blizzard, Activision ihre Sachen bei Xbox zeigen, Microsoft. Weil man merkt halt, dass sie es immer noch Xbox und Bethesda Showcase nennen. Genau. Irgendwann wird es lustig, so ein 10 Jahre ist der Xbox und Bethesda und Blizzard und Square und, und Ubisoft, so EA, Sony. Der Showcase halt. und mal schauen. So, mal schauen kann man auch sagen zu einem neuen Turn-Based Strategy Game, was kommen soll. Anfang nächsten Jahres, glaube ich. Und zwar Ara History Untold. Ja, jetzt haben wir vergessen, hast du auch geschrieben, wie dein Name ist? Osite oder so, keine Ahnung. Jedenfalls haben sie halt das Studio eingeblendet, was mir nichts gesagt hat. Ja. Dann kam direkt danach von den Leuten, die das Genre revolutioniert haben. Was schon mal ein Fehler war im Prinzip, dass sie nicht gesagt haben, was die denn vorher gemacht haben. Ja. Wie heißt es nochmal? Ara? Ara History Untold. Und jedenfalls von dem, was der Trailer gesagt hat, der war ziemlich cool gemacht, wirkte es so, dass quasi es ja wieder so eine Art Civ sein wird, wahrscheinlich, aber dass du eben nicht die Geschichte so schreiben musst, wie sie im realen Leben war, sondern es halt große Momente im Verlauf der Geschichte gibt, in denen du eingreifen kannst und die Geschichte der Welt verändern kannst. Was genau das jetzt heißt, wird man sehen. Aber ja, mal gucken, was da so ist. Genau, Oxide. Oxide. So, was hat denn Oxide bis jetzt gemacht? Es kann natürlich auch sein, dass das jetzt ein Studio ist von Leuten, die ehemals Civ gemacht haben. Weil wenn sie sagen, die das Genre revolutioniert haben, dann würde ich halt davon ausgehen, dass die Civ gemacht haben. The Oxide Studio. So, und das ist nicht das, was... Das ist nicht das richtige Oxide Studio. Ja, aber ich würde jetzt auch sagen, es ist kein besonders guter Content, wenn wir jetzt hier die ganze Zeit suchen nach Dingen. Jedenfalls haben wir auch noch keinerlei Gameplay, noch keinerlei Ingame-Screenshots oder sonst was gesehen. Von daher, ja. Es wird aber auf jeden Fall ein Grand Strategy Game. Also auf der Seite von ihnen gibt es schon ein paar Screenshots. Das sieht ja fast ein bisschen aus wie so ein Theme Park. Theme Park mäßig oder hier, wo du auch dann die Städte einfach nur baust. City Skylines. City Skylines. Ja, wir werden sehen. Auf jeden Fall behalten wir das im Blick. Interessant, das soll rundenbasiert sein. Ja. Ach ja, guck mal da. Oh. Schauen wir mal. Interesting. Okay. Gut. Und dann kam der kurze Bethesda-Einspieler sozusagen. Ja. Noch nicht mit Starfield, sondern Pete Hines hat erstmal nochmal was zu Redfall gesagt. Der war das wahrscheinlich, der gesagt hat, früh nächsten Jahres. Dann wurde nochmal kurz eine Highlight auf Elder Scrolls Online High Isles gesetzt. Genau. Dass man eben das erste Mal eine Region erkundet, die man noch nie in einem Elder Scrolls erkundet hat. Und das kommt nächste Woche schon. Ja. Und die Fallout 76 Expansion The Pit, die im September kommt. Genau. Ja. Das ist halt das. Das war ja klar, dass das da alles so nochmal kommt. Keine neuen Inhalte von Blizzard. Christ in Heroes of the Storm. Ja, Heroes of the Storm war von Anfang an zu scheitern verurteilt. Also
Das Jubiläumsevent war echt unterwältigend. Ja, das war da echt, das war echt, ja. Ja, dann wurde eine Forza Horizon Hot Wheels Kooperation angekündigt, sodass du jetzt quasi Trackmania in Forza Horizon spielen kannst. Genau, und dann kam Ark 2 mit einem ähnlich aussagekräftigen Trailer wie beim letzten Mal, würde ich behaupten. Ja. Und dieser Trailer hat einmal mehr besagt, Vin Diesel ist männlich. Und reitet auf einen T-Rex. Und hat eine Tochter. Und eine Tochter. Aber es ist Vin Diesel, oberkörperfrei, mit einem Speer in der Knochenkrone, reitet auf einen T-Rex, wie er Raptoren platt macht. Ja, und das wird Console Launch Exclusive. Ich weiß nicht, Vin Diesel zu sehen ist für mich immer so Uncanny Valley. Das ist für mich ja, so. Ja, es sah ja auch übelst Uncanny Valley aus. Also. So, es ist halt für mich nicht, das ist jetzt nicht irgendwie so ein Stammesanführer, sondern es ist halt Vin Diesel. Ja, genau. Es ist höchstens noch Dom Toretto. So. Ich erwarte halt, dass da irgendwelche Fast and the Furious Cars vielleicht durchs Bild fahren. Ich erwarte jetzt schon, dass er irgendwie zu seinem Stamm sagt, so, Familie, we are family. Ja. Ja, und das Ark 2 soll ja nach wie vor einen Story-Fokus haben. Ja. Ja, gut. Mal gucken. Console Launch Exclusive heißt übrigens wiederum, dass es irgendwann für PlayStation noch kommen kann, ja, und Switch, aber eben erstmal auf Xbox ist. No. Ja, ein weiteres dieser Console Launch Exclusives und auch im Game Pass, wie fast alles, ist Scorn. Was am 21.10. jetzt nach, ich glaube, fünf Jahren oder so schon der Entwicklung mindestens endlich das Licht der Welt erblicken soll. Ich glaube, das erste Trailer haben wir bestimmt vor 5 Jahren oder so gesehen, ja, bei der E3 und, damals noch. Das war einer dieser Trailer, wo man sich dachte, sieht cool aus, habe ich Bock drauf. Aber was stimmt nicht mit den Entwicklern? Das ist wirklich so. Also Scorn ist ein absoluter Gore-Bio-Gedärm-Horror. Also alles ist biologisch, alles ist irgendwie eklig, matschig, blutig, gedärmig. Tentakelig. Und ja, alles ist halt irgendwie Bio, wenn du so willst. Also deine Waffen sind irgendwelche biologischen Sachen irgendwie und schießen irgendwelche Fortsätze und sonst was. Alle Monster sind irgendwelche wabbligen Viecher oder schnappen nach dir. Das gesamte, weiß ich, Raumschiff, Tunnel, Basis, wo auch immer man sich da drin befindet, was auch immer das sein soll, ist auch alles nur aus Fleisch. Ja. Und ja, also herrlich, herrlich, eklig. Aber ich hab Bock drauf. Ja. Einfach nur, also weil wir auch schon seit so lange darauf warten, dass dieses Spiel mal kommt. Ich finde, den gesamten Stil davon ist halt so krass nach Aliens, ja, der Schöpfer von Aliens, der den Stil so hat, den Künstler davon. Ich hab einfach Bock drauf, dieser Welt da einfach so und denk so, oh Gott, ist das eklig, oh Gott, ah! Ja. Und dann kam noch ein zweites Spiel dieses Publishers, dessen Name ich weiß, Kepler, irgendwie so. Kepler. Nämlich Flintlock, The Siege of Dawn, genau, was eine merkwürdige Framerate hatte über die gesamte Zeit, aber da haben sie ja noch ein bisschen Zeit, das zu fixen, denn es soll im Frühjahr 2023 kommen, genau, und sah aus nach einem Character-Action-Game/Rollenspiel, wo du so ein kleines Tierbegleiterchen dabei hast, mit dem du auch bestimmte Moves machen kannst, unter anderem kannst du ihn halt vorausschicken in den Abgrund und dann kannst du dich an ihn ranpacken und eben irgendwo rausfliegen. Auch durch über die kleinen Dimensionen halt hin und her teleportieren irgendwie. Und sah vom Kampfsystem halt bis auf diese merkwürdige Framerate ziemlich cool aus. Und ja. Ja, und das kleine Tier ist halt so ein kleiner Fuchs. Hat mich ein bisschen an Karfunkel aus Final Fantasy erinnert. Ja. Und nicht ganz so grell. Und ja. Genau. Und dann kam ein Spiel der Xbox Game Studios, nämlich Minecraft Legends. Ja, Minecraft Legends, und das scheint jetzt eine Art Real-Time-Strategy-Basenbau-Minecraft-Game zu sein. Ja. Also mit noch heruntergedrehter Minecraft-Grafik, in alles noch knubbeliger irgendwie und alles aus der Top-Down-Perspektive, und man scheint jetzt halt so ein bisschen, du kannst deine Einheiten bauen anscheinend und kannst sie halt befehligen, du bist der General da auf dem Schlachtfeld, der halt die Einheiten befehligt, um halt die bösen Schweinemenschen und Dämonen und so weiter platt zu machen. Und man kann aber auch irgendwelche Bogen, Häuser und so weiter bauen, wahrscheinlich um deine Einheiten zu craften oder so. Ja. Also es sah ganz knubbelig aus und ich glaube, das könnte ein lustiger Zeitvertreib definitiv auch für Kinder sein. Ja. So ein kleines, niedliches RTS. Why not?
und kommt 2023. Genau. Ja, dann ein weiteres Console Launch Exclusive namens Lightyear Fraction. Und ich muss sagen, das ist jetzt der erste Titel, bei dem ich mich so null erinnere, was wir da gesehen haben. Kommt jedenfalls im Frühjahr 2023. Chat, ihr seid da, helft uns mal kurz. Lightyear Fraction, das war das, wo so ein Mac-Dude auf dem Planeten da landet und die Stimme sagt, du wolltest dein eigenes Leben aufbauen und so weiter und so fort. Ich glaube schon, ja. Das kam nämlich direkt danach. Und dann hast du den Planet erkundet, aber dann ist irgendwas Geheimnisvolles hast du ja, direkt. Ja, also vor allem ist auch wieder so ein Survival-Koop-Ding. Also man hat gesehen, dass es auf jeden Fall den 4 Macs waren und du hast aber da, obwohl du einen dicken, fetten Mac bist, hast du halt deine Ressourcen abgebaut, ja. Bäume gefällt, Steine geklopft und so weiter. Du hast einen Bauernhof aufgebaut, halt mit Alienfrüchten und so. Und dann halt auch ein bisschen rumgeballert. Du kannst halt deinen Mac komplett selber designen, welche Werkzeuge dran sein sollen. Und sei es ein Bohrer, sei es eine Waffe, sei es irgendwas. Ja, Mac ist mit Farbe. Genau, Mac ist mit Farbe. Das war es richtig. Ja. Okay, gut. Ja. Dann kam ein weiteres Es war ein langer Tag. Ja. Okay. Console Launch Exclusive. Nämlich, fand ich sehr schön, habe ich mir aufgeschrieben, created von dem Studio Plot Twist. Ja, so heißt das Studio. Und das heißt The Last Case of Benedict Fox. Und das sah sehr interessant aus. Ja. Das hat man halt so, also so 2D-Spiel irgendwie, also so 2,5D. Ja, wie bei Ori halt, ne? Genau. Du läufst 2D, aber im Hintergrund siehst du halt noch ziemlich opulente. Und man scheint halt eine Art Detektiv oder irgendwie so zu sein, der in ein Haus reinkommt, wo aber halt alles sehr verstört ist, man taucht auf verschiedene Psychen und Erinnerungen ein und man ist die ganze Zeit begleitet von irgendeiner Art Dämon, der in einen selber haust, der halt einen hilft, in die Erinnerungen von Opfern reinzusteigen oder mit Personen zu reden und gleichzeitig aber auch versucht dich zum Beispiel, wenn du so Doppelsprung ist, dann hast du auch Tentakel aus dir rauskommen, dich irgendwie an der Decke festhalten, dass du halt nochmal weiterspringen kannst über den Abgrund. Und das sah sehr, sehr cool aus, also sowohl vom Grafikstil her, als auch vom Setting her fand ich das sehr, sehr cool. Story wirkt interessant, da habe ich Bock drauf. Ja, genau, und kommt im Frühjahr. Ja. Nicht mehr so lange hin, sondern nur ein paar Wochen, ist As Dusk Falls, nämlich am selben Tag wie auch Stray. Ja. Da weiß ich, für was ich mich entscheiden werde von den beiden. Stray. Denn das ist ein Spiel, was interessant aussieht. Also es geht ja darum, dass man eine Familie begleitet, und dann quasi durch ihr gesamtes Leben hinweg. Also zum Beispiel spielst du halt die Tochter schon als Kind und die kannst du aber auch als Erwachsene noch spielen. Und in deren Leben geht nicht alles ganz glatt. Es kann sein, dass sie eventuell in Mordfälle verstrickt werden und so weiter und so fort. Und dann haben sie halt wirklich wie bei den Quantic Dream-Spielen dann am Ende dieses Choices-Ding aufgemacht, dass halt jede Entscheidung, die du triffst, das Spiel beeinflusst. Und an sich sind wir da ja voll dabei bei so einem Spiel. Aber da ist halt dieser Grafik. Sehr interessante, aber für mich nicht ansprechende Grafikstil. Oder generell nicht nur Grafik, sondern der ganze Inszenierungsstil. Ja. Das ist sehr komisch, weil alles so mit Standbildern immer wieder so dargestellt wird, aber halt so leicht bewegte Standbilder immer mal wieder. Und das alles in so einen verwischten Pastell-Look, kann man das vielleicht so nennen? Von den Figuren zumindest her. Gleichzeitig aber dann wieder voll so ganz, ich muss wirklich sagen, fast schon ganz billig animierte Autosequenzen, die sich halt dann irgendwie bewegen, so ganz rudimentär irgendwie. Das wirkte sehr merkwürdig. Also ich meine, das ist jetzt nicht keine komplett neue Ankündigung. Das Spiel wurde schon letztes Jahr vielleicht sogar schon? Letztes Jahr schon angekündigt. Und da haben wir auch schon gesagt, es wirkt merkwürdig. Irgendwie interessant, aber merkwürdig. Ja. Mal gucken, ich meine, es ist kostenlos, nicht kostenlos, aber halt Xbox Game Pass. Vielleicht mal kurz reingucken. Ja. Mal sehen. Man kann ja mal probieren. Vielleicht ist er ganz cool. Nee, das Standbildspiel ist nichts für mich. Ja, es ist. Also ja, von der Story könnte es ziemlich geil sein. Mal ich glaube halt, es wird mir schwerfallen, mich da rein zu investieren in diesem Stil. So. Ja. Es fällt mir auch schwer, mich in Battle Royales rein zu investieren. Ja. Und zwar kommt Naraka Blade Point auf die Konsole. Ja. Und es gibt Crossplay zwischen PC und Xbox. Das Ganze kommt schon mal am 23.06. Ja. Und bekommt aber wohl auch noch einen Kampagnen. Eine Story-Kampagne oder so. Ja, es ist halt ein Battle Royale, was schon seit vielen
doch ja auch schon seit Jahren, glaube ich, existiert. Ein, zwei Jahre irgendwie schon existiert. Und da waren wir immer so ein bisschen interessiert, weil es halt ein bisschen was anderes ist, weil es halt mehr so mit Schwertkampf und ein bisschen Magie noch mit einem Heimfeld statt einfach nur Maschinengewehr rumballern. Aber es war dann halt doch nicht so wirklich. Ja. Wir sind halt nicht die Battle Royale-Leute. Nee, das war damals sehr schade. Ich habe das bei Steam gesehen und fand, oh, voll der Geist, die Battle Royale. Ach so, okay. Naja, das war. Ja. Das ist aber nicht unser Genre. Ja, aber es ist sehr erfolgreich. Also. Ja. Ja. Sie haben gesagt, 10 Millionen Spieler weltweit. Also. Ja, ja genau. Und dann kam eine kleine Obsidian-Sektion. Ja. Nicht mit Avowed. Hat mich überrascht, dass wir wirklich gar nichts gesehen haben dazu. Ja. Also nicht mal irgendwie Concept Art oder sonst was. Sie haben sich erstmal auf das konzentriert, was jetzt demnächst rauskommt. Haben sie auch gesagt. Ja. So. Und zwar einmal Pentiment. Das kommt im November 2022. Und ja, scheint auch so ein Story, also deine Entscheidung beeinflussen die Story-Game zu sein. Man spielt im Mittelalter. Man ist Andreas. Man ist auf eine Ursula getroffen. Also Setting ist, glaube ich, auch klar. Ja. So. Und ja, also man hat halt gesehen, wie man da in verschiedenen Jobs arbeiten muss, wie man Konflikte hat, wie man aber auch irgendwann gejagt wird von den Wachen des Königs oder irgendwie so. Und ja, das scheint halt auch so eine Lebenssimulation, Story-Simulation im Mittelalter zu sein, dass du halt da dein Tagewerk nachgehen musst und je nachdem, was du wann wo entscheidest, welche Sachen du machst, kann sich die Story unterschiedlich entwickeln. Ja. Und der Grafik ist sehr einzigartig, weil es halt so, deine Figur und alles ist halt gezeichnet im Buch, aber halt so gezeichnet, wie halt diese im Mittelalter gezeichnet wurde. So dieser ganz sehr eigenartige Stil, irgendwie sowas. Und ja, wirkte interessant. Muss man klarkommen mit dem Grafikstil, aber hätte ich Bock mal drauf zu gucken, wie das, was das ist. Ja. Also, mal schauen. Auch hier, wir haben Xbox Game Pass. Kann man reingucken. Ja. Um das nächste Spiel spielen zu können, muss man auch mit etwas klarkommen, und zwar mit Spinnen. Oh ja. Obwohl, sie haben ein Arachnophobia. Der drin. Viel gruseliger ist als die eigentlichen Spinnen. Das stimmt auch. Ja, Grounded. Ja, ey, seit Jahren im Early Access, seit 2 oder 3 Jahren jetzt irgendwie. Und wir haben immer gesagt, wenn das mal aus den Early Access rauskommt, hätten wir schon Bock, weil wir finden das Szenario, dass man halt so geschrumpft ist und im Garten gegen Insekten und so weiter kämpfen muss, eigentlich voll cool. Und vor allem, weil es auch eine richtige Story auch noch da drin gibt, so ein großes Secret und so weiter. Und ja, es kommt endlich aus den Early Access. Und zwar am, wann war's? Im September. Im September war es nur. Ah genau, wir hatten erst den 22. September, aber das war ja September 2022, wurde gesagt. Also irgendwann September kommt endlich Grounded aus den Early Access raus. Und ich hätte immer noch Bock drauf, dass ich wirklich mit euch dann mal zu spielen. Ja. Ich bin ja wirklich kein Survival-Freund, aber wie gesagt, Survival-Games brauchen für mich immer was Besonderes. Ja. Und das hat ein besonderes Setting und ich habe es ja damals auch angespielt und da war nicht viel Story, aber das, was da war, war schon sehr cool. Ja. Und das Thema hast du jetzt auch gesehen, also dass du auch noch unter Wasser gehst, in den Teich, ja, genau, wo der Karpfen ist und ein Untergrundlabor hat man gesehen und so weiter. Und ja, das sieht alles ziemlich, ziemlich cool aus und da habe ich auch Lust drauf. Ja. Ja, und ist aber wieder eine sehr sympathische Idee. Top-Überleitung hier, ich weiß. Natürlich. Ich bin der Überleitungsmaster. Ja. Für das nächste habe ich man ist ja in diesem Garten, ist man ja viel im Schatten unterwegs, weil man ist ja sehr klein. Ja. Und die Schatten nutzt auch die Heldin von Ereban, Shadow Legacy. Genau, da hat man gesehen, dass man halt eine Dame spielt, so mit blauen Tattoos überall und so weiter. Überall laufen böse Roboter herum, die mich ein bisschen an den Bastion aus Overwatch erinnert hat, aber egal, jedenfalls so böse Roboter, die halt patrouillieren und du bist halt immer Schatten und dann von Schatten zu Schatten bewegen. Da gesehen auch, dass man halt an der Wand entlang gehen kann, wenn halt da ein Schatten ist, dann kann man mit den Schatten mitgehen, mit Phasen, wie auch immer. Und man halt alles aus Stealth heraus einen Mech nach dem anderen umbringt und eine dunkle, mysteriöse Story da irgendwie ist und dass halt nur gesagt wird, die Roboter, das ist das falsche Licht und ich zeige euch das wahre Licht in der Dunkelheit. Und wirkt ja ganz cool. Ich fand das richtig cool. Also es hat bei mir irgendwie viel angesprochen. So vom Stil her, von dem Gameplay, was man gesehen hat, dem bisschen, auch diese ganze Mechanik, dass man eben im Schatten sich super schnell bewegen kann. Ja. Und sobald man beleuchtet wird, taucht man halt auf und muss kämpfen. Das hat mir gefallen. Ja, mal gucken. Ja, wir hoffen sehr, dass uns auch das nächste Game gefallen wird, wenn es dann rauskommt nächstes Jahr. Und zwar Diablo 4. Ja. Ich habe ja vermutet, dass sie vielleicht die Beta ankündigen.
weil sie heute den, ja, die Anmeldung freigeschaltet haben dazu. Aber sie haben tatsächlich nur in Anführungszeichen die fünfte und letzte Klasse gezeigt. Ja. Was mich persönlich sehr freut, denn gemeinsam mit dem Druiden ist es meine Lieblingsklasse. Und das ist der Necro. Genau, bei mir auch. Necro war immer meine Hauptcharakterklasse. Ich liebe den einfach. Ja, dann haben wir jetzt fünf Charakterklassen. Das heißt, wir haben den Barbaren, wir haben die Zauberin, wir haben den Druiden, den Necro und den Rogue. Und den Rogue. Die fünf werden also unsere Startklassen erstmal sein. Bestimmt mit DLCs und so weiter kommen noch weitere Klassen dazu. Ich bin auch sehr sicher, der Paladin wird bestimmt wieder mit dabei sein und irgendwann. Ja. Bestimmt kann ich mir vorstellen, dass dann, falls DLC dann noch die Feinstellerin noch dazu nehmen. Obwohl, ja, vielleicht, ja, Rogue ist ja so ein bisschen feinstellermäßig. Hm, ja. Mal gucken. Aber der Paladin wird bestimmt noch mal als DLC dazukommen. Also das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja. Ja, und wir hoffen deshalb, weil wir beide große Fans von Diablo 2 sind. Ich persönlich hatte auch mit Diablo 3, weil ich es erst auf Konsole gespielt habe, viel Spaß, auch wenn es in seinem Design grundkaputt ist. Ja. Also wirklich, da ist so viel, wo man denkt, das ergibt keinen Sinn, was ihr da gemacht habt. Aber es macht halt Spaß. Und der Vierer sieht jetzt halt wirklich aus, als würde er wieder in die Richtung gehen, die wir wollen. Ja. Und halt so eine Mischung finden aus 3 und 2. Ja. Komplexer als 3, düsterer als 3, aber nicht so überkomplex, wie es 2 war. Ja. So, und das wäre halt, glaube ich, eine gute Mischung. Aber es ist halt Blizzard. Und Blizzard hat sich jetzt in den letzten Jahren nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Auch bei Diablo 4, Lead-Designer, Level-Designer und so weiter, alle rausgeschmissen wegen den diversen Skandalen und so weiter. Und ja, alles, was man sieht, sieht cool aus, aber der Zweifel ist da. Ja, plus ja, es wird eine große Open World sein und da wird es auch so diese Zweifel dabei, weil es soll alles dauerhaft Multiplayer sein, ja, irgendwie, Shared World. Angeblich können die Spieler selber die Welt beeinflussen, nachdem wo welche Events getriggert werden, wer wie was macht und so weiter. Ist auch so, dass anscheinend, wenn man besonders krass ist und alles mögliche an Story macht und Bossen erledigt und so weiter, dass man immer als der legendäre Held irgendwie Champion ist. Und damit ein Ziel ist dann wieder für andere Spieler, dass man auf der Karte markiert wird, sodass andere Spieler einen angreifen können, weil man dann halt irgendwie eine extra Belohnung bekommt, wenn man den Champion tötet. Und das ist halt so, denkst du, ja, aber das ist jetzt nicht das, was wir eigentlich wollen. Wir wollen einfach für uns das halt spielen irgendwie. Ja. Da sie halt noch nichts zu gesagt haben. Also sie haben halt immer alles, was wir bisher gesagt haben, war immer so, das ist so. Genau. So funktioniert die Welt. Aber da sie jetzt heute gesagt haben, es gibt auch Couch-Koop. Genau, das hat uns dann wieder sehr so, oh, oh. Hoffe ich vielleicht so ein bisschen, dass man doch sagen kann, nee, ich möchte einfach eine Welt nur mit meinen Freunden, genau, haben, ja, und fertig. Dann wäre das ja alles kein Problem. Genau, sie haben Xbox Gameplay gezeigt, was wieder sehr cool aussah. Sie haben den Editor gezeigt, wo ich denke, ja, nett, aber man sieht sich in Diablo eh nach, ja, einer Stunde nicht mehr mit Gesicht und so weiter. Ja. Gesagt, dass es Crossplay gibt zwischen Xbox und PC. Genau, es sind dann eben sehr viel auf den Multiplayer eingegangen. Also auch, dass du, wenn du zum Beispiel irgendwie ein abgeschlachtetes Lager findest und dann machst du da die Monster weg, dann kann es sein, dass das Lager wieder bezogen wird. Genau. Es können Dungeons freigeschaltet werden. Sie haben, glaube ich, gesagt, sie haben über 150 Dungeons, genau, auf der Welt. Ja, also ein bisschen, ich muss dazu vor, es wirkt wie das Konzept so ein bisschen mit den Dungeons und so von Elden Ring, nur halt in Diablo. Genau. So. Und ja, aber also der Couch-Koop hat mich sehr aufhorchen lassen. Das, ja, also für mich, wenn es wirklich funktioniert und wenn sie Diablo 4 gut machen, hätte ich auch Bock, dass wir zu zweit irgendwie auf der Couch, ja, dann Diablo 4 spielen. Wäre, ja, lustig. Hallo Fabi. Hi Fabi. Hey gemütlichen. Ja. Dann kam ein Sea of Thieves Trailer, zu dem musst du was sagen, weil da war ich auf Klo. Ja, sie haben halt größtenteils also sehr lustig gemacht mit einem kleinen Sea Shanty mit den neuesten Updates, was dazu kommt. Da geht es halt jetzt hauptsächlich darum, du bist jetzt dann ein richtiger Einer-Captain, irgendwie, dass du auch dein Schiff richtig abspeichern kannst, dass du halt den Loot, den du findest, auf dein Schiff abspeichern kannst, wenn du mal irgendwie rausgehst. Du kannst dein Schiff wirklich selbst benennen, du kannst deine Kapitänskajüte komplett frei designen und gestalten. Auch generell noch mehr Individualisierungsmöglichkeiten auch für deine Charaktere oder deinen Charakter, als auch für das Schiff noch mehr und dass noch vieles weiteres auf uns zukommen wird und, ja, so. Das war also größtenteils eigentlich, dass jetzt ein riesiges Customization-Update einfach kommt, ja, wenn man so möchte. Genau, dann kam Ravenlock, was 2023 kommt.
ein kleines Spiel, wo man ein Mädchen spielt auf einer Farm und die geht dann zu einem Spiegel und neben diesem Spiegel stehen schon ominöse Bilder. Ja. Und dann wird die da reingesaugt und dann ist sie in ja, einer, würde ich mal behaupten, sehr stark von Alice im Wunderland inspirierten Welt gelandet. Ja. Ja, auch mit so ein bisschen Pixel-Look, aber nicht ganz so eklig pixelig, wie das Minecraft immer macht. Also den Stil fand ich wieder sehr schön, der hatte was Charmantes Eigenes. Und ja, sah für mich aus, als ob man sich dadurch eine sehr interessante, coole Welt kämpft und rätselt. Ja, ja, genau. Und alles hat von Alice inspiriert. Also auch so Dämonen, die Königin, also Herzkönigin, so als riesiges Schlangendämon oder irgendwie sowas, sah schon sehr cool aus. Ja. Ja, und dann kam ein Spiel, wo du sicherlich beim Lead-Designer hellhörig geworden bist, denn es ist der Lead-Designer von Inside und Limbo. Ja. Und ja, natürlich hat man dann erwartet, düster, schwarz-weiß und blutig. Mega metaphorisch und was ist das denn, Farbe? Ja. Da habe ich Farbe gesehen bei Inside Limbo. Geht doch nicht, also was soll denn das? Ja, Cocoon ist das Spiel, man spielt anscheinend irgendeinen kleinen Schmetterling, Mottenjungen irgendwie, auch wieder aus der Top-Down-Perspektive, wo man halt jetzt, ja, es ist schon eine Art Rätselplattformer so ein bisschen zu sein, wo man immer wieder irgendwelche Kugeln aus seinen Rücken nehmen kann, um damit halt irgendwelche Sachen zu sehen oder freizuschalten, also was die unsichtbaren Brücken irgendwie oder irgendwelche Röhren zu aktivieren, durch die man durchfliegen kann und gleichzeitig auch wieder zum Beispiel eine Kugel auf eine Art, ich denke mal sowas wie so ein Stromlieferant irgendwie raufpackt, um dann mit einer weiteren Kugel in diese Kugel einzutauchen, um dort mit dieser Kugel wieder ein anderes Rätsel zu lösen. Also Kugelception, wenn man so möchte, die ganze Zeit. Und da haben sie irgendwann eine ganze Zeit rausgesucht und gesehen, dass halt dann eine einzige große Kugel, der Planet wahrscheinlich sowas von wegen ist, der halt von einem Dämon da irgendwie so beobachtet wird. Und ja, das heißt Cocoon und soll auch nächstes Jahr kommen. Ja. Ja, sah nett aus. Sah interessant aus. Genau. Aber ich gebe zu, nicht das, was ich gedacht habe. Ja. Dann kam bei mir starker Jubel, denn ich dachte, ein Spiel erkannt zu haben. Nee. War es dann aber nicht, aber es wird schon in die Richtung gehen. Denn Phil Spencer war dann endlich auf der Bühne, hat gesagt, hier, Team Ninja, die sind cool. Und ja, dann kam ein Trailer, oder es war vielleicht auch andersrum. Jedenfalls haben wir gesehen, es sah asiatisch aus, es wurde gekämpft. Und dann dachte ich erst so, irgendein Warriors, das war so. Und dann kamen aber Dämonen zum Einsatz, die sich da aufs Schlachtfeld transferiert haben. Und da dachte ich so, jawohl, Nioh 3. So, und dann ist es aber nicht Nioh 3. Nein. Sondern es ist Wulong Fallen Dynasty. Genau, und das ist anscheinend so mehr, nicht in Japan, sondern mehr in China angelegt. Ja. Weil man hat man gesehen halt einen der größten chinesischen Volkshelden, so auf dem Motto, er soll der stärkste Speerkämpfer aller Zeiten gewesen sein, oder generell einer der stärksten Krieger irgendwie. Und den haben wir halt dann gesehen. Bai Wulong ist ein Prozent von Bloodborne dabei. Hm. Oh, okay. Ja, also, aber ich gehe jetzt davon aus, dass ich meine, es steht zwar Dynasty drin, aber von dem, was sie gezeigt haben, würde ich vermuten, ist es wahrscheinlich wirklich Nioh in China. Ja. Denke ich und hoffe ich. Ja. Denke ich auch. Es wirkte sehr, sehr stark. Auf allem die ganzen anderen Dämonen, die Monster gesehen hat. Also, denn so ein chinesischer Drache halt auch komplett irgendwie so mit irgendwelchen Überwuchungen drüber, der halt wie so ein riesiger Schlangendämon aussah, denn einen angebrüllt hat. Also es wirkte sehr stark nach dem Konzept von Nioh auf China übertragen. Ja. Was ja geil wäre. Also Nioh ist cool, warum nicht? Ja. Aber hast auch nur gesagt, nächstes Jahr, ne? Ja, früh 2023. So Frühjahr. Ja, und dann kam was schon ziemlich cool ist, nämlich eine Exklusivität wird wieder aufgehoben im Prinzip. Und zwar hat Phil Spencer dann gesagt, und wir wissen, die Fans fordern seit Jahren, dass wir in Japan mehr Fuß fassen und dass wir mehr japanische Produkte auf unsere Konsolen und auf den PC bringen. Und deswegen haben sie eine Kooperation mit Atlus und bringen Persona 3, 4 und 5 Royal auf die Xbox und den Game Pass. Genau, und fangen mit Persona 5 Royal an. Ja. Im Oktober war es. Am 21.10. Genau, 21.10. kommt also zuerst Persona 5 für den PC dann auch endlich mal raus. Sodass dann auch Persona 5 Strikers, was es schon auf PC gibt, Sinn ergibt. Ja, genau. Wenn man es dann spielt. Obwohl da ja wieder das Witzige ist, dass das nach dem Ende von Persona 5 ansetzt und nicht nach dem Ende von Persona 5 Royal. Dass du halt, wenn du Royal durchspielst und dann Strikers denken wirst,
Ja. Ja, und das ist natürlich mehr cool, dass jetzt die halt nochmal kommen und dann halt im Xbox Game Pass einfach drin sein werden. Und ich gebe es zu, vielleicht dann doch nochmal, wenn es jetzt einfach im Xbox Game Pass drin ist und vielleicht im Oktober jetzt nichts anderes Krasses ist, was ich jetzt so für mich irgendwie selber spiele, dass ich vielleicht dann doch nochmal Persona 5 vielleicht doch nochmal eine Chance gebe. Ja, aber es ist so lang. Es ist wieder so lang. Oder wenn ich dann sage, so, ach nö, ich mache noch Persona 3 nochmal. Ja. Ja, also weil das war halt wirklich krass zu sehen, wie so die Musik von Persona 3... Und wir haben sofort Gänsehaut bekommen. Das einzige Mal in der ganzen Show Gänsehaut bekommen. Ja. Ja, das war schon ziemlich, ziemlich krass. Wenn das Gameplay ähnlich wie Nioh wird, halte ich Skill-Unterstützungsrakete für dich bereit, Erik. Quatsch, ich hole mir da so eine Beschwörung, gegen die ich vorher 30 Mal antreten musste und dann wird das. Ja. Ja, und dann hat er gesagt, ja, und wir, um unseren Markt in Japan weiter zu stärken, haben wir uns außerdem mit einer absoluten Entwicklerlegende zusammengetan. Also so beide so, und weil es gab kurz vorher Gerüchte. Ja. Dass Hideo Kojima sein nächstes Spiel für Xbox macht. Ja. Und ich dachte so, ja, glaube ich nicht. Also, ist, weil es gab in den letzten Jahren andauernd Gerüchte, dass er mit Microsoft im Gespräch ist, mit Sony. Ja. Er macht auch angeblich gerade 3 Games auf einmal. Ja. So, und ja, er war's. Er war. Hideo Kojima. Hat ihn gesehen. Und hat im Prinzip gesagt, ja, in 5 Jahren kommt ein Game. Also er hat nicht 5 Jahre gesagt. Er hat einfach nur gesagt, dass halt er sich auf die Zusammenarbeit mit Xbox freut, dass halt die Cloud-Technology von Xbox halt super cool ist, fantastisch ist und dass halt damit es endlich möglich ist, ein Spiel zu produzieren, was er schon lange machen wollte, was aber bisher nicht möglich war. Und dass es halt eines der zukünftigen Spiele sein wird. Ja. Aber jetzt auch wirklich so formuliert, dass man wirklich das Gefühl hatte, das wird nicht das nächste Game von ihm sein. Genau, er hat gesagt, das wird sein nächstes Projekt. Also, dass er jetzt gerade an was arbeitet wahrscheinlich noch. Und wenn das fertig ist, dann daran. Also sprich, dadurch halt, wir werden davon jetzt erstmal nichts weiter erfahren. Ja. Also wir werden auch kein Art davon sehen, wir werden keinen Trailer davon sehen, sonst irgendwas, sondern das wird irgendwann Ende des Jahrzehnts rauskommen. Ja. Also irgendwie 2027 oder irgendwie sowas haben wir dann vielleicht das Game vor uns. Und ja, dann können wir mal gucken, was denn diese Cloud-Technology denn ihm ermöglicht. Wer auch gesagt hat, es soll ein brandneues Gameplay sein, was halt noch nie so da gewesen ist. Das hat er ja vor Jahren schon gesagt, dass er mit der Cloud was machen will unbedingt. Ja. Und ich bin so, ja, ich freue mich drauf, aber ich hätte auch gern einfach mal wieder ein stinknormales Hideo Kojima-Game, wo er nicht, boah, ich will jetzt die Industriegrenzen aufsprengen. Aber ich kann mir vorstellen, warum er es macht, weil ich meine, er wird ja auch nicht jünger. Ja. Er ist ja, ich weiß, ist er schon 60, oder? Mitte 50, glaube ich. Also. Mitte 50 ist er jetzt. Und ich kann mir schon vorstellen, dass man sich nachher so denkt, so, ja klar, ich könnte jetzt einfach nur eine Story nach einer anderen irgendwie machen, aber ich will das ja wirklich revolutionieren. Jetzt habe ich die Möglichkeit mit unserer momentanen Technologie und ich habe so krasse Ideen. Ja, klar, so war er ja schon immer, dass er eigentlich, wie gesagt, dass er auch ihm ständig gesagt wurde, Hideo, gute Idee, aber fahr mal runter. Genau, und jetzt ist es halt so, er hat mittlerweile so einen Legendenstatus erreicht, jetzt vor allem dadurch, dass er jetzt halt freigestellt ist und halt sein eigenes Studio hat und so weiter und von allen Seiten unterstützt wird. Weißt du, Sony hat ihn da erst mal extra unterstützt, sein ersten Projekt. Jetzt kommt Xbox und unterstützt ihn mit seinem dritten Projekt irgendwie. Also er kriegt alle Unterstützung, die man sich vorstellen kann, alle Technologien von den Besten. Also er kriegt die krassen Technologiesachen von Sony, er kriegt die krassen Technologiesachen von Xbox. Ja. Also er kann jetzt halt wirklich da machen, was sein Geist ihm hergibt, so dem Motto. Und warum sollte er dann sich dann nur so eine Art Metal Gear so nach dem Motto irgendwie wieder zufrieden geben oder sowas? Dann kann er doch viel krassere Sachen machen, was halt so noch nie da gewesen ist. Und dass er halt da schon wirklich Spiele produzieren könnte, die man halt so noch nie sich vorstellen kann, hat mit Death Stranding gezeigt. Ja. Das ist halt ein Paketsimulator mehr oder weniger mit extrem krasser Story und verwirbelter Story und keine Ahnung, was da irgendwie kommt. Hat man auch noch nicht so vorgehabt. Ja. Ja, also schauen wir mal, was da in 4 bis 7 Jahren kommt. Also ich sage, den ersten Trailer mit dem Spiel rechne ich in 4, 5 Jahren irgendwie sowas. Also, weil der ist schnell, hat man bei Death Stranding gesehen, wo so, holy shit, wo kommt denn das so schnell her? Ja, ja. So, aber ja, ich gehe ganz fest davon aus, dass er, und ja, Norman Reedus hat ja auch schon gesagt, dass sie gerade was zusammenarbeiten und so, also ja. Also ich denke auch relativ sicher, dass erstmal entweder Death Stranding 2 oder Silent Hills irgendwas kommt und dass danach er dann sich an dieses Xbox-Game ransetzen wird. Mit der Cloud-Technology.
Und dann mal gucken, ja, was das denn irgendwie sein wird. Also, ja. Ja. Das wird aber cool werden, denke ich. Ja, und dann kam, wie man ja fast schon erwarten konnte, so als grande Finale. Sie haben ja schon gesagt, keine Angst, Staffy kommt nachher noch. Genau. Und wir haben kurz gescherzt, ob sie es vielleicht vergessen haben. Ja, weil also schon Spencer dann schon so, und wir haben euch heute so viel gezeigt und die nächsten Jahre werden so toll. Und es hat Musik schon eigentlich schon so, haben sie Todd Howard vergessen? So. Nein, aber Staffy kam natürlich. Kommt 2023 raus. Angeblich. Also bis Juni, ja, 2023 soll es angeblich kommen. Und das glaube ich nicht. Ja, wir haben zum ersten Mal überhaupt mal wirklich Gameplay gesehen von Starfield. Was sollen wir sagen? Also es wirkt halt wie Fallout Sci-Fi. Fallout im Weltraum, so auf dem Motto. Also, trifft No Man's Sky. Trifft No Man's Sky, genau. Wir haben halt das Gameplay gesehen, das Gunplay zum Beispiel und generell, was man also machen kann mit Crafting und Basenbau auch so ein bisschen. Das wirkt dann alles sehr wie in Fallout 4, was man da so also machen konnte. Ja. Nur halt jetzt nicht Apokalypse-Szenario, sondern jetzt halt Sci-Fi-Szenario. Plus natürlich, dass noch was noch mit Sci-Fi dazukommt, also sprich, du hast halt eher Laserwaffen, du kannst jetzt halt mit der Schwerelosigkeit, wird herumgespielt. Und ähnliches, ja, und dass halt Astronaut auch so Anzug anhast. Das war das eine Ding, was sie gezeigt haben, was halt okay aussah, und es sah spaßig aus, und ich habe halt dann auch das Gameplay gesehen, dachte so, hätte ich schon Lust drauf. Ja. Also so irgendwann den Lust drauf bekommen, ja, es wirkt halt alles richtig so Fallout-mäßig, habe ich irgendwie Lust drauf. Vor allem, weil auch der Story-Trailer noch kam, es war so drei Trailer, die sie gezeigt haben. Wo sie einen Storytrailer gezeigt haben, wirklich mit ganz vielen NPCs. Es gibt große Städte, wo man halt verschiedene Quests annehmen kann. Man kann sich Fraktionen anschließen. Da haben sie schon mal so gezeigt, es gibt halt einmal die Star Explorer, die letzten, die halt noch den Weltraum wirklich erkunden wollen. Es gibt halt die Piraten, die halt einfach nur nehmen und töten, wo es ihnen gerade gefällt. Wir haben halt das Militär, was halt mit allen Mitteln versucht, die Piraten abzuwehren. Also auch wieder so, ne, das Typische wie in Fallout 4, weil du so ein bisschen, ne, du hast das Labor, die Explorer, du hast hier die Bruderschaft, das ist halt das Militär, und du hast halt dann die bin in Fallout so gar nicht mit drin. Grad vergessen. Die Räuber halt, die halt für ihre Freiheit kämpfen und eigentlich zwar als böse irgendwie gelten, aber eigentlich auch wieder gut sind und ja also alles schwarz-weiß ist. Das wirkt alles so, wie ich dachte, ja, hab ich irgendwie Bock drauf. Möchte gleich anmerken, wenn ich nicht wie in Elder Scrolls einfach allen beitreten kann und sie einfach nur in einer Reihenfolge mache, sodass alles zusammenpasst, dann bin ich enttäuscht. Man muss dazu sagen vielleicht, also wir haben schon mal erfahren, es spielt im Jahr 2330. Ja. So, also zumindest ist das der Zeitraum, vielleicht gibt es ja auch über mehrere... Man kann jetzt auch munkeln, vielleicht haben sie auch schon da das Datum geleakt, weil 23 und dann gab es den 7. Mai, stand da. Ja. Da stand extra 7. Mai 2320 und so weiter. Also vielleicht ist das ein angepeiltes Release-Datum, Anfang Mai, 7. Mai. Das Ding ist halt, aber schon beim Gameplay, ja, das sah spaßig aus so an sich. Aber auch da hat man schon gesehen, so, oh, das sieht aber rough. Also es sieht wirklich rough aus. Es war noch nicht wirklich Trefferfeedback da. Es war eine sehr hakelige Framerate, nennen wir es mal so. Also es gab keine Szene, in der ich das Gefühl hatte, oh, das sieht flüssig aus. Und das ist die Szene, die sie ausgewählt haben, um sie zu zeigen. So, also das sagt mir, das ist noch sehr, sehr rough. Und ja, die wollten das eigentlich im November veröffentlichen. War sehr optimistisch. Ja. Und man hat halt auch gesehen, dass das Ganze wieder mit der Creation Engine gemacht wurde. Weil man hat dann immer Gesichter gesehen, war so, oh fuck. Ja. Das ist immer noch die Creation Engine. Es ist wirklich so. Weil, also ich gebe zu, dass die Umgebung angeht und so weiter, hat man auch gedacht so, oh, vielleicht. Ja. Für Creation sieht es gar nicht mal so schlecht aus, nach dem Motto. Aber hat man die Gesichter gedacht so, doch. Es ist einfach nur eine aufgepimpte neue Creation Engine oder irgendwie sowas. Oder vielleicht noch nicht mal eine neue, sondern einfach ihre Creation hat einfach nur verbessert, so und das nächste Upgrade so davon. Weil die Gesichter halt wirklich sehr Uncanny Valley aussehen und sehr rudimentär, nicht wirklich echte Emotionen, nicht wirklich realistisch aussehen, sonst irgendwas. Und naja, das Problem ist, wir wissen ja, wie die Creation Engine drauf ist. Die ist halt sehr bug-anfällig. Ja. Und glitch-anfällig und ähnliches. Und dann halt so eine riesige Open World da irgendwie zu nehmen,
Könnte schon schwierig sein. Und dann kam das Ding, was sie dann als drittes gezeigt haben, wo wir nochmal so dachten, so, und das mit der Creation Engine. Mhm. Weil da haben wir nämlich gesehen erstmal, dass halt auch das Raumschiff, da haben wir schon gedacht, so, oh, okay, man fliegt also wirklich damit herum wahrscheinlich, ist nämlich komplett frei erstellbar, anpassbar. Ja. Also man kann wirklich sein komplett eigenes Raumschiff von Grund auf aufbauen, wie man möchte. Da haben wir den Character Creator gezeigt, der halt sehr, sehr frei ist. Also wir können anscheinend auch einen mega fetten Astronauten einfach machen. Ja, das ist cool. Das ist lustig. Und da haben wir auch gesehen, dass man halt auch mit diesem Raumschiff dann wirklich vom Planeten startet, in der Umlaufbahn des Planeten ist und dann halt da wirklich frei rumfliegen kann im Weltraum. Dogfights hat im Weltraum gegen alle möglichen anderen Raumschiffe und so weiter. Die Zerstörung fand ich sogar im Weltraum sah ganz cool aus. Mhm. Wie halt wirklich die Schiffe dann explodiert sind und Einzelteile zerfallen sind und so weiter. Und dann kam aber das Ding, wo wir dachten so, weil sie gesagt haben so, und jetzt auch das letzte, wir wollen aber zeigen, wie groß ist eigentlich Starfield. Wird da viel gerüchtet und so weiter. Und deswegen dachten wir, zeigen euch einfach mal. Also wir haben hier, und sind da rausgezoomt, und wir haben hier einen Planeten, das ist halt eine der habitablen Planeten. Und jetzt suchen wir noch weiter raus. Ja, wir haben hier das eine Sonnensystem. Ja, erstmal haben sie bei einem Planeten noch gesagt, ey, ihr könnt einfach in der Stadt landen. Ja, genau. So, ihr könnt aber auch frei überall auf der Map euch Punkt suchen und da landen. Ja. Also das war schon mal die erste Behauptung. Der ganze Planet ist erkundbar und ihr könnt frei landen, wo ihr wollt. Was ich auch nicht ganz vorstellen kann, aber na gut. So. Ich kann mir eher vorstellen, dass es wahrscheinlich verschiedene Punkte auf dem Planeten gibt, wo du landen kannst. Ja. Weil ich weiß, ich glaube nicht, dass sie es geschafft haben, das, was ja Star Citizen probiert und immer weiterentwickelt und so weiter, dass du halt wirklich frei vom Planet zum Weltraum fliegen kannst und so ein Kram. Das wirkt hier eher so, dass du halt, du kannst sagen, ich starte jetzt, dann bist du halt in der Umlaufbahn des Planeten oder ich lande jetzt, landest du halt auf einem Punkt. Ja. Ist die Frage, ob du den Punkt frei auswählen kannst oder ob du halt nur bestimmte Punkte hast, wo du landen kannst. Generell haben sie viel noch nicht beantwortet. Ne? Kannst du nur in der Umlaufbahn des Planeten fliegen? Kannst du nur in einem Sonnensystem fliegen? Haben sie auch alles halt noch nicht beantwortet. Ne? Naja, so, das war schon mal so. Also hier, der ganze Planet ist erkundbar. So, und dann kam so, ja, und jetzt zoomen wir mal ein bisschen raus. Hier, das ist das Sonnensystem von diesem Planeten. Genau. Da habt ihr halt so habitable Planeten, wie halt dem, wo wir gezeigt haben. Da haben wir so Gasplaneten, wir haben normalen Wüstenplaneten, irgendwie sowas. Ja, und dann? Und dann haben sie halt original den No Man's Sky Move gemacht, so. Aber das ist noch nicht alles. Zoomen wir noch ein bisschen raus. Und dann kam ein Original der No Man's Sky. Ja. Es gibt hunderte und aberhunderte von Planeten. Tausende Sonnensysteme und so weiter. Und das könnt ihr alles frei erkunden. Ja, so. Was schon mal auf jeden Fall sagt, es ist nicht von Hand gebaut. Ja. So, sondern es ist halt auch prozedural generiert. Das Ganze wahrscheinlich bis auf bestimmte Planeten mit bestimmten festen Bases drin. Wo Story ist und so weiter, genau. Wo Story drin ist. Und ja, das ist zum einen, war wirklich der gesamte Chat und mir auch so, oh, dieses Spiel wird so in sich zusammenfallen wahrscheinlich. Ja, weil, jetzt das bitte sich vorzustellen, mit den, es gibt tausende Planeten und du kannst alles frei erkunden und. Und das mit dieser Creation Engine. Ja. Bitte, wir schauen uns Fallout 76 an. Wie verbuggt das alles ist. Wir schauen uns jedes Bethesda-Game an, was mit der Creation Engine produziert wurde. Jedes Spiel hatte Bugs und Glitches. Sei es ist die Elder Scrolls Titel, sei es Fallout. Immer wurde die Creation Engine benutzt und immer hatten wir die ganzen Bugs. Wie soll denn das bei diesem riesen Scaling funktionieren mit dieser Engine? Hey, vielleicht hat sie ja jetzt mit so einer prozedural generierten Universumssache ihre Berufung gefunden. Das kann auch sein, man weiß es nicht. Ja, und zum anderen hat es halt wirklich gezeigt, ich glaube tatsächlich, dass der Rollenspielanteil nicht so hoch sein wird. Also im Sinne von, ja, du hast ein Skilltree, man hat auch erfahren, okay, du kannst einen Background aussuchen und dadurch kriegst du 3 Startskills und kannst dann eben übers Leveln die immer weiter hochbringen und so weiter. In diesem Sinne schon. Und ich glaube auch, dass es eine Story geben wird, der du folgen kannst. Aber ich glaube nicht, dass wie in den früheren Bethesda-Titeln, dass du durch die Spielwelt rennst und dann da auf Nebencharaktere triffst und mit denen dann eine Storyline erlebst. Weil wie soll das gehen? Ja, genau, das kann ja gar nicht gehen. Also ich glaube, es wird tatsächlich sehr in die No Man's Sky-Richtung gehen. Naja. So, es geht ums Erkunden, es geht ums fremde Planeten entdecken, da eben Material sammeln, kämpfen und dir ein Weltraumleben aufbauen. Und wenn es das ist, dann bin ich schon deutlich weniger dabei, als ich das bei einem klassischen Bethesda-Titel gewesen wäre. Ja.
Ja, ich meine, es wird im Xbox Game Pass sein, also man kann mal reingucken. Ja. So ist es nicht, aber ich bin auch so eher dadurch abgeschreckt. Also vor allem, ich dachte halt wirklich so, als sie schon anfingen, so, oh Gott, nur ein Planet, alles erkundbar und dann sind sie rausgesucht aufs Sonnensystem und so, ja, okay, Sonnensystem, das sind jetzt irgendwie so 8 Planeten mit Monden und so weiter. Das könnte noch gehen. Das ist doch so eine Größe, wie ich sage, man kann das schon noch mit guten Stories und Events und Nebenquests. Outer Worlds. Genau, Outer Worlds. Das kann man füllen. Das geht schon. Wir sind bei 1000 Planeten. Ja. Nope. Das wird nicht funktionieren. Also sprich, wir haben dann, keine Ahnung, dann wahrscheinlich irgendwelche Zufallsevents. Davon gibt es dann irgendwie so 20 unterschiedliche Zufallsevents, die auch schon in Planeten passieren können. Meteoriteinschlag, Alien-Invasion, Piraten, Hauptversteck, irgendwie sowas. Und nach, keine Ahnung, 20 Stunden Spielzeit, wenn überhaupt, hast du alle Zufallsevents gehabt auf dem Planeten. Und wahrscheinlich auch die Monster, die halt dann ungefähr alle gleich aussehen und irgendwann nach den 20. Planeten. Und ja, ich glaube, so in diese Richtung wird das dann mit diesem Spiel funktionieren. Ja. Ja, und immer die Hoffnung, dass es überhaupt vernünftig läuft. Genau. Ich meine, bei 1000 Planeten, wie soll die Creation Engine das schaffen? Ja. Das kriegt die doch niemals hin. Das wird ein Bug-Massaker sein. Ja. Ja, wie gesagt, der Vorteil ist, dass wir keinen zusätzlichen Preis außerhalb des Game Passes dafür bezahlen müssen. Weil sonst hätte ich natürlich gesagt, okay, ich warte halt ein Jahr und dann gucke ich mal, wie es geworden ist. So, so kann man halt sagen, ey, wir können am Anfang mal reinschauen und uns im Zweifel amüsieren über das, was da so passiert. Genau. Und dann in, keine Ahnung, wie mit No Man's Sky und Sea of Thieves in 2-3 Jahren drüber reden, dass es jetzt ein gutes Game geworden ist. Ungefähr, ja. So. Wenn es denn alles funktioniert. Also, ja, wir glauben nicht so richtig, dass es wirklich nächstes Jahr dann rauskommt. Oder beziehungsweise nicht jetzt bis Juni. Ja. Vielleicht bis Ende des nächsten Jahres, aber selbst da bin ich immer noch so. Ich weiß nicht, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass sie das hinbekommen. Ja. Nicht wie Bethesda. Ich weiß nicht warum, aber nach all dem, was man gesehen hat, wie sie Sachen entwickeln und keine Ahnung was, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das hinbekommen. Ja, naja, und das war's. Das war die gesamte Xbox Pressekonferenz. Und ja, prall gefüllt mit vielen, vielen Titeln, auf die uns freuen, die interessant aussehen, die interessant klingen. Und generell waren es auch die Hauptevents, zumindest von diesem ganzen Summer Games Festival so ein bisschen. Klar, in den nächsten Wochen kommen immer noch mal kleinere Events, kleinere Pressekonferenzen. Es werden bestimmt ein paar Indie-Spiele noch mal mehr gezeigt. Mehr Interviews mit verschiedenen Entwicklern werden kommen zu den unterschiedlichsten Spielen. Also es werden immer neue Infos noch in den nächsten Wochen kommen. So ist es nun nicht. Ich kann mir auch vorstellen, dass vielleicht dann doch noch mal irgendwann ein plötzlich State of Play von Sony vielleicht nochmal kommt mit ihren persönlichen eigenen Spielen, oder sie heben sich für die Gamescom Opening Night vielleicht auf, kann ja auch sein, mal gucken. Und ich kann mir auch vorstellen, dass Nintendo nochmal irgendwie nochmal ein Treehouse macht, irgendwann jetzt die nächsten Wochen, oder Direct, vielleicht heben sie es auch noch auf Richtung Gamescom. Ja, also Nintendo würde auf jeden Fall noch eine Direct machen, so, das machen sie ja regelmäßig. Ja. Und bei Sony gehe ich halt fest von der God of War State of Play noch aus. Ja. Ja, und wie gesagt, jetzt wenn ihr das hier seht, morgen, glaube ich, ist noch Capcom, aber das werden wir jetzt nicht extra noch covern, sondern wenn irgendwas Besonderes ist, dann im Monatsrückblick drüber sprechen. Genau. Ja, und so insgesamt war schon ziemlich viele coole Sachen dabei, die wir gesehen haben. Also vor allem sehr viel Horror-Sci-Fi, generell Horrorspiele ist das neue Ding. Sci-Fi generell ist halt der Trend überhaupt, was halt die AAA-Titel angezeichnet oder Double-A-Titel und so weiter. Und was die Indie-Spiele angeht, hatten wir schon mal in der vorigen Stream so ein bisschen gequatscht, merkt man halt wirklich, dass Corona halt einfach wahr ist, wie auch immer. Ja. Weil jetzt halt die ganzen Indie-Spiele so Stück für Stück rauskommen und fast alle Indie-Spiele, oder nicht fast, aber viele Indie-Spiele behandeln halt die Situation von wegen Isolation, Weltuntergang, Familie, aus dem Trott wieder rauskommen, wieder an Leben teilnehmen und so weiter. Da gab es sehr, sehr viele, was man so nebenbei in den kleineren Showcase und so weiter erlebt hat. Und dieser Zahl der Zeit momentan einfach, wo wir uns gerade irgendwie so befinden. Ich kann mir auch vorstellen, dass jetzt durch diesen ganzen Ukraine-Krieg, dass wir in 3 Jahren haben wir extrem viele Kriegsszenarien spielen. Also jetzt nicht First-Person-Shooter-mäßig, sondern halt die Schrecken des Krieges. Schrecken des Krieges Spiele und was da alles passiert, so Story-Spiele, so hier Valiant Heart, so in diesem Stil oder sonst irgendwas. Kann ich mir vorstellen, dass das oder auch The Swarm of Mine sowas dann sein wird in so 3 Jahren irgendwie sowas, was dann da alles so sein wird.
Kann ich mir das gut vorstellen. Klar, bestimmt auch ein Shooter. Würde es ja auch anbieten. Ja. Oder Strategiespieler, sonst irgendwas. Aber ja, das war eigentlich so alles. Ich habe noch ein Spiel, Devolver Digital, das habe ich ja gezeigt. Jetzt habe ich ja Tüpfelritter, wie es heißt. Mhm. Das war noch von Devolver Digital ein sehr, sehr süßer Trailer, wo es halt darum geht, dass man noch so einen kleinen Ritter hat, der halt im Bilderbuch irgendwie so rumläuft, aber gleich in der 3D-Welt im Kinderzimmer sich rumbewegen kann und dann auf Tassen und Wänden und so weiter sich bewegen kann. Da noch sehr, sehr Bock drauf, fand ich auch sehr, sehr schön. Und der neue Trailer von Call of the Lamb war auch sehr, sehr cool. Ja. Ja, generell kann man einmal mehr festhalten, es ist irgendwie wie jedes Jahr, dass die Gaming-Companies sich entscheiden, ihre Titel nicht schön übers Jahr zu verteilen, sodass wir Zeit haben, sie zu spielen. Ich meine, wir haben jetzt immerhin gerade schön viel Zeit, um Elden Ring nicht unter Stress zu spielen, sondern einfach so Stück für Stück. Aber trotzdem so Anfang des Jahres alles auf einmal und dann einfach den ganzen Sommer bis in den Herbst nichts. Und dann ab September so geht es wieder los, dass man denkt, wann? Ja. So. Ja, es ist wirklich so, ne? Also das nächste große Ding, was sein wird, ist dann halt Xenoblade Chronicles 3. Ja. Was dann für dich auf jeden Fall sehr krass sein wird. Ja, und dann haben wir halt zum Ende des Jahres, wenn wirklich noch God of War kommt, dann auch noch Callisto Protocol. Plague Tale. Das Dead Space Remake kommt Januar, ja. Ja, aber halt trotzdem auch Dezember, Januar. Januar und dann, wie gesagt, allein was Xbox heute alles für Anfang nächsten Jahres angekündigt hat. Alles Frühjahr, also kann alles Januar, Februar, März und so weiter, kann alles sein irgendwie. Ja, also wenn es wirklich so bleibt bei dem, was momentan so ist und noch ein paar andere Ankündigungen noch dazukommen, wie gesagt, wir haben ja noch Gamescom, Opening Night, wo noch Sachen bestimmt angekündigt werden und wir haben noch die nächsten Wochen, wo noch mal einzelne Pressekonferenzen sein könnten, dann kann es wirklich sein, so ab Dezember... Und dann einfach bis Mai oder so. Einfach nur durchgängig alles. Und im Oktober kommen ja auch schon die ersten Sachen, was dann so ein bisschen wieder ist. Also Oktober, im September kommt Grounded. Ja, September auch schon. Also ja, es fängt dann so ab. Also ich sag mal, so ab September geht es dann schon so langsam los, vorsichtig noch. Ja, im Oktober kommen allein mehrere coole Sachen. Im November kommen mehrere Sachen. Also das wird dann wieder lustig. Da sitzt man wieder da und denkt, warum? Ja, das wird noch sehr lustig. Nun gut, was hat er noch geschrieben? Also per se aber eine gute PK. Genau. Nicht zu wechseln mit Starlink, ja. Alien-Mutanten, Zombie, Kaiju, Truthähne. Die gibt's bestimmt. Die gibt's auch bestimmt bei Starfield dann, ja. Ja. Per se aber eine gute PK, genau. Die Wasseranimation mit Forza Motorsport hat einiges rausgerissen. Ja, ja, durchaus. Auch der Capcom Monster Hunter. Ja, wenn wir DLC nochmal drauf eingehen. Das wachsende Grasshopper-Highlight, definitiv. Sonst Persona 3, oh ja. Wolong, Persona 5 PC, waren Hammer-Überraschungen. Ja. Ja. Definitiv. Ja. Gut. Dann, schon mal an alle auf YouTube. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Schaut gerne in die Kommentare, was fandet ihr denn jetzt bei den diesjährigen PKs ganz, ganz toll und von der Xbox-PK und so weiter. Auf was freut ihr euch ganz besonders? Haben wir irgendwas ganz strittig vergessen, was wir jetzt nicht weiter erwähnt haben? Dann gerne Kommentare damit. Ansonsten schaut euch gerne die ganzen anderen wunderbaren Podcasts hier bei Graum Entertainment an. Die sind alle ganz wunderbar. Oder schaut mal bei Graum Game vorbei, unsere Let's Play und Livestream-Aufzeichnungen. Oder bei Prepare to Dice, unsere Pen and Paper Sachen. Oder auch bei Grismania, wenn ihr auf Wrestling steht, wo der Grautor ein bisschen was über Wrestling so hin und her labert. Oder seid auch gerne mal live im Chat dabei und seid einer von vielen, der uns zuschaut. Ja. Und damit hi Niklas. Hi Niklas. Bei Niklas. Und dann Chat. Schlaft alle gut. Träumt schön und dann bis zum nächsten Stream. Bis denn. Bye, bye.